recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 87. Heute ein Video, was mir ja irgendwo besonders am Herzen liegt. Ihr seht es ja hier im Hintergrund. Ich habe hier ein Luftschiff, was ich mal geschenkt bekam. Das ist jetzt mittlerweile über ein Jahr schon her. Ich glaube, das war mal zu Weihnachten 2019. Ja, genau, ich muss schon langsam umrechnen. Wir haben ja 22 mittlerweile. Und dieses Luftschiff habe ich damals geschenkt bekommen, und zwar vom Tommy der Bär. Und was damals alles passiert ist, das möchte ich euch ganz kurz hier in der Zusammenfassung mal zeigen. Mal ausschneiden. Und man sieht jetzt leider, dass sich das hier drin gelöst hat. Er hat das da so wunderschön festgeklebt. Aber die Post wird es wahrscheinlich mit Schwung ins Auto geladen haben und mit Schwung hier auch wieder rausgeladen haben. Und aber schaut mal, das ist mehr als passend für eine Steampunk-Anlage. Und zwar die Idee finde ich so goldig. Das ist, ihr kennt doch wahrscheinlich alle 88 Tagen um die Welt. Und ich finde, aus dieser Geschichte ist das rausgenommen worden. Ganz eindeutig rausgenommen. Schaut mal, hat er hier eine kleine Galeere genommen. Ja, ich muss ein bisschen, ich würde es nicht ganz so auseinanderpacken wollen, Tommy. Ich hoffe, du hast Verständnis. Hier hängt auch noch ein bisschen was dran. Und hier hinten hast du so kleine Motoren. Und zwar ist das eine Art Luftschiff. Schiff. Also ihr wisst, was ich meine. Ich packe das mal ganz vorsichtig hier rüber, weil wie gesagt, die Plastikteile, ich weiß gar nicht, ob sie dazugehören. Und wenn, dann kommen sie natürlich wieder dran. Und hier, schaut euch das doch mal an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein begnadeter Modellbauer? Ich finde das so hübsch. Das ist, und dann kommt mit Sicherheit bis hier oben, warte, ich will jetzt hier nicht so rumbiegen, Mensch. Hier hängt das mit Sicherheit dann oben drüber. Es ist noch alles, ich muss mir das wieder ein bisschen vorbereiten. Ich finde das so goldig. Das bekommt einen Ehrenplatz auf meiner Anlage, Steampunk. Jetzt kann man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr darunter vorstellen. Und hier noch ein Segel, das ist mit Sicherheit hier vorne drauf und da, klar. Ja, jetzt kommt noch ein kleiner Teil, wo ich ja dann die, Entschuldigung, wo ich die Landeplattform gebaut hatte, eben für diesen Zeppelin. Manch einer hat sich immer gewundert und hat gedacht, wann baut der mal einen Zeppelin dafür? Den, ja, ich habe ja seitdem doch ein paar mehr Abonnenten, als ich damals beim Video 38 hatte. Und den Landeplatz, den hatte ich natürlich für diesen Zeppelin von dem Tommy gebaut. Ja, viele wissen es nicht mehr, viele kennen vielleicht sogar gar nicht die Videos mit dem Landeplatz hier. Ich kann auch gerne nochmal drauf eingehen. Aber das ist nicht heute der Fall. Heute gucken wir uns mal an, was ich mit den, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals heute. Was ich mit dem Zeppelin, ich hatte es ja damals, das ging natürlich noch weiter. Ich habe das jetzt nur einen Ausschnitt davon gebracht, von dem Video. Und ja, ich will ja nicht das alte Video heute zeigen, sondern das, was ich gemacht habe draus. Und da habe ich es schon angedeutet, das kam allerdings ein bisschen später, dass ich diesen Zeppelin aufhängen werde. Der wird also an der Decke von meiner Anlage abgehangen werden und er soll in der Nähe des Landeplatzes. Also ich hatte jetzt nicht geplant, den da andocken zu lassen, weil ich ja die Plattform, wo der Landeplatz ist selber, die kann ich ja als Modul abnehmen. Das heißt, unter diesem Modul fährt ja eine Kehrschleife. Und wenn da mal was passiert, und weil auch eine Weiche noch drunter ist, das ist diese Weiche, wenn ich immer spreche, von der weit entferntesten Weiche, das ist die da hinten, die unter diesem Modul drunter ist. Das heißt, ich könnte dieses Modul immer abnehmen. Viele meiner Abonnenten werden es noch kennen oder werden es kennen, die Ecke da hinten. Und die neu sind, die kennen es halt noch nicht. Und das kann ich halt abnehmen. Und da würde mich jetzt, Entschuldigung, was ist heute los, Mensch? Und da würde ich natürlich, ja, da wäre mir der Zeppelin im Weg, wenn ich ihn da festmachen würde. Ich hatte ja sogar noch anders geplant. Vielleicht kommt das auch mal irgendwann, dass der Zeppelin tatsächlich sich bewegen kann, dass der, naja, fliegt halt, ne? Ja, zumindest sich bewegt in der Luft. Er fährt ja.
Und er fährt in der Luft, ist auch so ein komischer Ausdruck irgendwie, ne? So Luftfahrt. Naja, egal. Und da habe ich natürlich dann auch gesagt, dass ich das machen werde, dass ich wahrscheinlich ein Licht anbringen werde und so viel und so weiter und so fort. Damals war aber die Ecke ja noch gar nicht gebaut, da war das ja alles noch aus Styrodur oder gar nichts war da. Und da hatte mir der Tommy das eben zugeschickt und das kam leider Gottes, wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte in dem Ausschnitt, total ramponiert bei mir hier an. Das heißt, ich lache, das war gar nicht witzig, das war eher traurig, weil er hat da so viel Herzblut reingelegt. Und ja, und dann wollte ich dem Ganzen natürlich jetzt auch mal Sorge tragen oder beziehungsweise nicht Sorge tragen, sondern das Ganze einfach mal bauen, was ich damals gesagt habe, weil ich ja nun in der Ecke fertig bin. Jetzt habe ich ja mittlerweile auch die untere Ebene fertig. Das kennt ihr noch nicht alles. Das kommt in den nächsten Videos. Ich möchte, muss, wie immer so schön sage, ein bisschen Abwechslung einbringen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, da mach doch mal endlich diesen kleinen Zeppelin fertig. Der ist so cool, weil der passt ja zum Anlagenthema. Auch für die, die neu auf mein Abo, auf mein Abonnenten, auf meinem Kanal sind, die wissen das gar nicht so richtig, dass meine Anlage ja das Thema Steampunk, jetzt auch Dieselpunk, das habe ich ja damals als Tipp bekommen, haben soll oder hat. Und dementsprechend richte ich natürlich alles aus, was ich so baue. Deswegen auch die Signaltypen, die ich setze. Ja, bei mir kommen keine deutschen Bahnsignale rein oder irgend sowas. Ich habe tatsächlich Signale gewählt, die sich irgendwo in die Steampunk so richtig bisschen grob und na, wie man das so kennt, so Schmiedeeisern und was weiß ich nicht alles. Und das soll alles da rein. Und da habe ich natürlich gesagt, dass ich diesen Zeppelin da anhängen möchte, beleuchten möchte. Und weil ich jetzt, wie gesagt, unten alles fertig habe, habe ich mir jetzt mal die Zeit genommen, das zu machen. Vorher hat es einfach noch keinen Sinn gehabt. Also lieber Tommy, es war nicht so, dass mir der nicht gefallen hat. Ich habe es ja damals gesagt, ich fand ihn ganz, ganz toll und ich finde ihn ganz, ganz toll. Deswegen habe ich ihn auch wieder aufgebaut. Und er ist ja nun fertig. Wir sehen es jetzt hier, wie ich alles fein säuberlich zusammenklebe. Und wir sehen auch jetzt auf diesem Bild, dass ich da von der Rückseite diese kleinen Litzen wieder aufgebracht habe, weil man sieht es ja hier vorne auch, der hat die Beleuchtung reinbekommen, weil ich muss ihn ja sowieso abhängen von der Decke. Mit einem Drähtchen geht das nicht. Dann würde er sich ja ständig drehen und jetzt ja einen Federdraht nach oben zu bringen, na, das will ich auch nicht. Ich habe da wirklich diese Mikrolitzen genommen oder Kupferlackdraht, ich mit meinen Mikrolitzen immer. Und den habe ich tatsächlich hellblau gewählt, weil ich ja den Hintergrund habe. Hier sehen wir es, da oben, das ist praktisch das Teil, was an die Decke kommt. Und dann hängen hier die beiden Drähte runter und die gehen in das Luftschiff da oben an die Seiten ran. Man sieht es jetzt hier so ein bisschen, weil die Ansicht hat man ja normalerweise nicht. Und wenn der da hängt, du siehst nichts. Maximal, dass die Kupferlackträder ein bisschen glänzen. Aber auch da habe ich schon eine Lösung gefunden, wenn man das Licht oben anmacht auf der Anlage. Ich bemale die. Ich habe eine Meise, ich weiß. Ja, sehen wir es schon hängen. Ich habe ja mehr gequatscht, als heute zu diesem Thema gebracht. Die bemale ich mit Mattlack noch, die Drähte, dass man die gar nicht mehr sieht, wenn das Licht reinscheint. Und ist das nicht ein wunderschöner Anblick, wenn man das jetzt da oben so schweben sieht? Da unten ist der Zeppelin-Landeplatz im Hintergrund, wo das Licht so rot leuchtet oder blinkt. Und hier fliegt dieser Zeppelin davon, wo auch immer hin. Wahrscheinlich auf die andere Zimmerseite, auf meinen zukünftigen Teil der Anlage. Hier sehen wir die Drähte ein bisschen glänzen. Und wie gesagt, und die male ich oder habe ich schon mit Mattlack angemalt, sodass die eigentlich gar nicht mehr zu sehen sind. Wer das nicht weiß oder wer da nicht wirklich hinguckt, der sieht das kaum. Hier unten sehen wir nochmal den Zeppelin-Landeplatz live und in Farbe. Und oben drüber schwebt jetzt der Zeppelin, der Steampunk-Zeppelin. Ja, also wir brauchen mal keine Hindenburg zu erwarten. Das ist tatsächlich ein Steampunk-Zeppelin. Mir gefällt es ganz, ganz toll. Und das wäre das kurze Video für heute gewesen. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Nächste Woche geht es weiter mit der Anlagen, mit dem Anlagenteil unten drunter. Da gibt es einiges zu berichten, was ich da gemacht habe. Ich habe es ein bisschen ausgeblendet hier. Und dann danke ich euch, dass ihr noch dabei wart. Und dann sage ich bis nächste Woche, Freitag, 16 Uhr. Pünktlich ist der Uli wieder da. Wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Euer Uli aka Aquapeter. Tschüss.